an solche Maps zu gelangen. Geil. Ja, der hat... Der hat 100... Leute, habt ihr das gesehen? Sigurd, meine Freunde, und ein herzliches Hallo zu einer weiteren Folge Minecraft Survival Games auf der Map Teveran 2 und ich muss, oder Drybone Valley, wie man sie auch immer nennt. Auf jeden Fall bin ich echt froh, dass auch mal alte oder ältere Maps drankommen, weil ich muss sagen, ich bin richtig Fan von den älteren Maps. Das erinnert mich halt immer so ein bisschen an die alten Zeiten mit Survival Games, wo es noch viel cooler war. Also, nicht, dass jetzt Survival Games scheiße ist oder so, aber... Das würde ich da nicht spielen, aber ich muss ehrlich sagen, früher fand ich Survival Games viel cooler. Einerseits, weil es da also ziemlich der einzige Spielmodus war, der wirklich gehypt wurde und wirklich bekannt war, bei dem es irgendwie einfach der einzige Spielmodus, der wirklich groß Spaß gemacht hat. Klar, es gab auch da OHTC oder wie dieser Scheiß hieß, also One in the Chamber, und sonstige Sachen gab es natürlich da auch schon, aber... Alles klar, einfach ein Musikblock da. Aber ich muss ehrlich sagen, die alten Maps, so eben wie jetzt Drybone Valley oder auch zum Beispiel Iceland, also Teveran 3 wäre das, glaube ich. Oder SG6 von Vareide, SG3 oder SG2 von Vareide. Das sind einfach so Maps, wo ich sage, Alter, die sind einfach ultra geil gewesen. Und bei denen kann ich es einfach nicht nachvollziehen, weswegen die kaum noch gespielt werden. Stattdessen werden Maps wie Catching Fire gevotet. Da muss ich einfach sagen, hey, Leute, das ist die einfallsloseste Map, welche es gibt und welche je entwickelt wurde von, ja... Minecraft-Bauteam. Ich meine, am Anfang war es ja noch cool. Da hat es noch diese Fallen und sowas. Aber das ist ja jetzt auch nicht mehr, weil es sonst den Server überlasten würde. Ja, geil. Jetzt bin ich so gut wie tot. Alles klar. Komme ich hier rüber irgendwie? Nein. Doch, hier. Und runter. Alter. Das war meine einzige Chance, die ich noch hatte. Zu überleben, Freunde. Für das Überleben bin ich abgehauen. Der andere verfolgt mich nicht. Och, Leute. Das Problem ist, weil solche Maps ultra selten gewotet werden, will ich jetzt eigentlich auch nicht sterben. Ich will eine gute Aufnahme hinkriegen. Ich habe jetzt zwar eine Waffe, aber noch nicht sonderlich viel Equip. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, dass ich ob ich gestorben bin oder so. Das kann natürlich durchaus auch sein. So, ich würde gerne wieder mehr raggen, aber das Problem ist, jetzt kann ich bald wieder nicht mehr raggen. Noch eine halbe Hungerkeule muss weg und dann kann ich nicht mehr raggen. Oh, da sehe ich doch schon was. Eine schöne Kiste. Die gönne ich mir jetzt. Hier drin hat es, glaube ich, generell relativ viele Kisten. Diesmal kann ich mich ihm zum Glück entgegenstellen. Falls er noch einmal kommen sollte. Vorhin habe ich doch den Namen gesehen. Eindeutig. Aber ich freue mich auch ultra krass aufs Abendessen heute. Wie ist er hier reingekommen? Ich verstehe es nicht. Wie ist er hier reingekommen? LOL? Hä? Und wie ist er rausgekommen? Also da ist eine Luke. Alles klar. Aber das verstehe ich jetzt ganz nicht so ganz, wie der reingekommen ist. Hat er irgendwie ein Heck an oder sowas? Dass er durch die Wand laufen kann? Das wäre jetzt immer ultra strange. Aber ja, gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde es einfach ultra schade, dass solche Maps wie Teveran und SG, also die SG-Reihe, abgesehen von SG7 und SG4, dass die einfach ultra krass untergegangen sind. Und leider ist es auf Hive so ziemlich, oder ist Hive so ziemlich der Server, wo man noch die größte Möglichkeit hat, solche Maps zu spielen. Und auch hier hat man nicht sonderlich große Hoffnungen, oder kann man nicht sonderlich große Hoffnungen drin hegen, an solche Maps zu gelangen. Geil. Ja, der hat 100... Leute, habt ihr das gesehen? Also,
Wie kann man noch offensichtlicher hacken? Jetzt ernsthaft, Leute. Wenn jemand aus dem Hive-Team das gerade hier gesehen hat, war kurz. Ich gehe jetzt mal kurz zu dem. Ich weiß jetzt nicht, welcher das war. Nee, das war nicht der. Ist der? Nee, auch nicht. Ist der? Nö, auch nicht. Ist der? Nee, auch nicht. Kann es der gewesen sein? Nö. Leute, aber wie kann man so offensichtlich beginnen zu hacken? Jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, das war der, dieser Supermafia 2002. Warum? Ich meine, hacken schön und gut, ne? Wenn man hacken will, dann ist man halt ein Noob. Wie zum Beispiel eben der. Aber wenn man dann noch so offensichtlich hackt, dann muss ich mich echt fragen, wie dumm kann man sein? Wie dumm kann ein Mensch einfach sein? Ja, egal, ich hab's in der Aufnahme, ich weiß, wie er heißt. Ich kann's nachgucken. Wie ist er jetzt plötzlich hier hinten? Wie kann der so schnell gelaufen sein? Der hat den. Egal. Nice 6 auf jeden Fall. Jo, Leute, ich mache jetzt einfach noch eine Runde. Jetzt haben wir einen Hacker in der Aufnahme. Läuft bei dem auf jeden Fall. Das ist auch eine blöde Sache, dass man hier kein richtiges Hackersystem hat. Bei Hive, es hat hier deswegen so viele Hacker. Aber nun gut. Das macht den Server nur ein bisschen unsympathisch, aber ansonsten läuft das bei denen. Bis gleich. So, meine Freunde, hier sind wir bei der zweiten Runde und übrigens der Hacker von vorhin. Ich werde es euch bestimmt noch irgendwie in Slow-Mo reinpacken, dass man es auch wirklich sieht. Ich habe es nämlich selbst analysiert und das war 100% ein Hacker. Alles klar. Läuft bei dem. Okay, ziemlich nice Zeug habe ich schon mal gekriegt. Ja, auf jeden Fall habe ich den nachher noch so ein bisschen nachspectated und tatsächlich hat der auch noch bei anderen Leuten gehackt. Da hat man es richtig gut gesehen, dass der ein Hacker ist. Werde ich da direkt gehuntet? Ich hoffe es mal nicht, nee. Und selbst wenn, jetzt habe ich selbst eine Waffe und kann fighten. So. Ja, auf jeden Fall habe ich den noch so ein bisschen nachspectated und tatsächlich wurde der am Ende gebannt. Und das freut mich einfach, dass auch hier Leute gebannt werden, die so offensichtlich hackt, wie es ja jetzt gemacht. Also ich frage mich echt, was im Kopf eines Menschen vorgehen muss, dass man so offensichtlich hacken muss. Ich verstehe es nicht. Als Spectator hat man das richtig, richtig gut gesehen. Der hat einfach manchmal so den Kopf übelst durchgedreht, also hat den Spieler nicht mal richtig angeguckt und hat ihn ultra krass getroffen, richtige Kombos noch geben können, obwohl er den Spieler nicht mal anguckt. Da muss ich mich einfach fragen, hey, Alter, ernsthaft? Aber ja, irgendwie keine Ahnung. Die Leute finden das lustig. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde der jetzt gebannt vom Server und ich denke, damit hat sich das Thema ziemlich krass erledigt. Finde ich nice auf jeden Fall, also wenn solche Leute bestraft werden für so eine Aktion, ist es auf jeden Fall ziemlich gut. Ja. Und bei uns sieht es gerade auch nicht schlecht aus mit dem Equip. Also ein Steinschwert wäre jetzt, ein Steinschwert wäre jetzt noch wünschenswert. Aber ansonsten läuft es bei uns eigentlich. Okay, hab ihn. Wow. So, der hat den Steinschwert. Zack. Und ansonsten hatte der noch was Gutes. Jop, das hier. Aber nicht schlecht gespielt auf jeden Fall. Dafür, dass ich so viel besser equipped war, hat er mich in eine ziemlich missliche Situation gebracht. Das mit dem TNT öffnen ist echt keine gute Idee. Incoming. Was incoming? Vorne habe ich doch jemanden gesehen gerade. Hat sich auf jeden Fall was bewegt. Ja, da. Komm. Bruder. Jetzt gonna kill you. Macht er. Deswegen immer nebendran rennen. Das sind zwei Gründe. Also zum einen kann man ihn so gegen die Wand boosten. Zum anderen killt er sich selber gerade. Okay. Get down. Das sind zwei Leute. Die haben vermutlich geteamt. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ich habe einen Dia. Und ich habe ziemlich viele nice Sachen eigentlich. So. Mal ein bisschen sortieren. Zack. Habe ich sonst noch irgendwie was Brauchbares? Ein Bogen wäre noch ziemlich nice. Hat das hier einen Bogen oder so? Nein. Schade. Echt schade. Hätte ich gerne gehabt.
Jetzt lege ich noch ein paar Sachen weg, die ich eigentlich gar nicht mehr benötige, wie zum Beispiel das Zeug. Das brauche ich nämlich alles nicht mehr. Zack, zack. Alles weg damit. So, den Rest war kurz. Hier habe ich noch ein paar Sachen. Zack, zack. Und das Feuerzeug ist auf jeden Fall ganz nice. Das brauche ich. Oder das kann ich gut gebrauchen. Hier Fleisch noch. Zack, den Rest lege ich hier rein. Den ich denn jetzt noch zusätzlich aufgesammelt habe. Und Spinnweben noch. So, statt dem Dia. Das passt jetzt eigentlich auch equip-technisch. Kann ich jetzt sogar Teams auseinandernehmen, weil ich jetzt ein Feuerzeug habe. Also sieht gar nicht mal schlecht aus. Und hier habe ich zweimal 5 Punkte erhalten. Und weiter oben habe ich auch 5. Ich krieg die ganze Zeit nur so Lowhands. War kurz, ich habe aber 4 Kills. Also 5, 5. Nochmal 5 und auch 5. Okay, 4 mal 5. Das heißt, 20 Punkte habe ich durch die 4 Kills gekriegt. Richtig geil. Also, warum? Warum? Ich hoffe, das ist jetzt kein Dreier-Team. Ne, da vorne läuft jemand. Oh. Der hat mich jetzt gar nicht mal schlecht gekriegt. Oh, bisschen Deathmatch noch überleben. Bisschen Rang. Vermutlich noch. Das wäre nice. Stand wird größer. Wenn ich dann wieder full gerackt wäre das viel einfacher, ihn dann versuchen zu nutzen. Ja, der kriegt mich jetzt eh nicht mehr. Gut, ein TNT habe ich noch über. So. Ich bin auch bald wieder full gerackt. Das ist sehr schön. So, erstmal hier ein bisschen verstecken, bis ich full bin. Oh, es sind 4 Leute hier. Krass. Die fighten gerade alle. Oh, es ist ein Team am Start. Das ist scheiße. Immer Teams. Warum? Ich verstehe es nicht, warum alle im Deathmatch teamen. Warum komme ich immer Teams gegenüber? Und guck, am Ende habe ich sogar noch 12 Punkte verloren, nachdem ich 4 Kills hatte. Das ist scheiße. Leute, andauernd. Das geht mir richtig auf die Nerven. Ich meine, wenn einmal ein Team, dann wäre es okay. Aber andauernd in jeder fucking Runde. Catching Fire ist sowieso scheiße. Das ist die bescheuertste Map überhaupt. Aber Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Was haltet ihr davon, dass andauernd Teams im Deathmatch sind? Ich glaube, alleine kann man hier auf Hive echt nicht mehr spielen. Das ist ultra krass geworden. Oder man wartet ein bisschen länger bis später Abend, weil dann sind dann nicht mehr so viele Teams online. Ist mir gestern aufgefallen. Da habe ich auch einmal gewonnen. Aber ich glaube, ich nehme jetzt wirklich ein bisschen später nochmal auf. Oder versuche es später nochmal. Aber der Himmel sieht schon ziemlich nice aus. Also kann man sagen, was man will. War kurz, ich versuche. Ah, guck mal. Von dem Block hier sieht es noch normal aus. Das spiegelt es. Nee, spiegelt nicht. Und ab hier ist es schwarz unten. Zack. Krass. Ja, Leute, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr dolle über ein Däumchen nach oben freuen. Und jetzt fliege ich irgendwie ewig hier in der Gegend rum. Kann ich wieder hochfliegen? Ich glaube schon, ne? Nee, man kann doch gar nicht fliegen. Ja, Leute, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, wieder ein Team am Start hier im Deathmatch. Alles klar. Also bis zum nächsten Mal. Und